Es ist Zeit, euch die legendäre Polish Power Jan Blachowicz in 120 Sekunden vorzustellen. Zuallererst, wusstet ihr, dass Blachowicz die Goldmedaille bei einer Muay Thai-Weltmeisterschaft gewonnen hat? Im Jahr 2008 belegte er den ersten Platz der Leichtschwergewichtsklasse in Busan, Südkorea. Jan Blachowicz ist am 24. Februar 1983 in Cheshin, zu Deutsch Teschen, in Polen geboren. Er ist 1,88 Meter groß und kämpft in der UFC Leichtschwergewichtsklasse bis 93 Kilogramm. Durch den Einfluss von Action- und Kampfsportfilmen stieg Blachowicz mit 9 Jahren ins Judo-Training ein und hat später verschiedene weitere Kampfsportarten ausprobiert. Vor allem das Muay Thai und Brazilian Jiu-Jitsu haben sich zu seinen Stärken entwickelt. Seitdem konnte er neben den Muay Thai-Erfolgen ebenfalls den Rang des Schwarzgurts im BJJ erreichen. Blachowicz wurde im Jahr 2007 MMA-Profi und konnte bislang einen offiziellen Kampfrekord von 29 Siegen, 9 Niederlagen und einem Unentschieden erzielen. Seine ersten 20 Kämpfe bestritt er allesamt in europäischen Organisationen und wurde dabei Leichtschwergewichts-Champion bei KSW. Nach mehreren Titelverteidigungen wurde er 2014 in die UFC berufen, wo er seitdem seine beeindruckende K.O.-Power ebenso wie sein starkes Grappling unter Beweis stellen konnte. Sein größter Erfolg war mit Sicherheit der Gewinn des vakanten Leichtschwergewichtstitels gegen Dominic Reyes und dessen Verteidigung gegen Israel Adesanya. Damit machte er sich zum ersten und bislang einzigen männlichen Polen, der den UFC-Titel gewinnen konnte. Seitdem er den Titel verloren hat, ist es die Mission des 40-Jährigen geworden, den Gürtel wiederzuerlangen. Zuletzt erkämpfte sich Blachowicz ein umstrittenes Unentschieden gegen Magomed Ankalaev um den vakanten Weltmeistertitel. Nun wird die legendäre Polish Power den ehemaligen Weltmeister Mittelgewicht Alex Poatan Pereira in der Gewichtsklasse bis 93 Kilo willkommen heißen. Bei UFC 291 in der Nacht zum 30. Juli geht es dann um den Status als nächster Herausforderer auf den aktuell wieder mal vakanten Titel im Leichtschwergewicht, nachdem sich Jamahal Hill schwer verletzt hat. Du willst mehr über die besten Kämpfer der Welt erfahren und wissen, wer diese Schlacht für sich entscheiden wird? Dann like diesen Beitrag, abonniere uns und sei gespannt auf weitere News, Facts und Rumors rund um den Sport, den du liebst.